kann auch nicht anmachen, wenn es sein muss. Nee, nee. Das geht schon so. Was ist kleines Midi-Pack? Oben oder unten? Ich weiß es nicht mehr genau. Unten, glaube ich. Ich drück oben. Ja, okay. Das war ein großes. Ja. Du hast ja lange gewartet da. Da habe ich überhaupt nicht auf die Energieanzeige eingestellt. Das ist doch viel schöner. Und ich hab's auch Band, wie geil. Ist das schön. Ich kann ich mir auch eigentlich ein bisschen leichter mit den Viechern machen. Ja, Leute, so wird hier gefailt. Wir üben gerade ein bisschen. Ich hab's noch gar nicht freigeschaltet. Nee. Wir üben gerade ein bisschen Tomb Raider Anniversary. Was nicht so gut klappt, weil wir was mit dem Endkampf ausprobieren. Wie Nadler am besten zu besiegen ist, oder was wollten wir genau da jetzt testen, ja, mit Nadler? Schon etwa. Ja. Also zumindest wie kann man so mit der Schrotflinte Fujimaya machen. Jo. Das war jetzt ein bisschen unscharf, aber egal. Ja. Das testen wir mal, wenn wir hier mit dem endlos langen Endlevel mal durch sind. Und ja, ob wir noch Tomb Raider Anniversary aufnehmen, sieht eher schlecht aus, weil der gute Tommy ja noch so ein paar Projekte an sich halt hat. Und ja, damit jetzt anzufangen, naja, ne, das war jetzt nicht so. Obwohl, zu Spyro weiter aufzunehmen, haben wir heute auch keinen Bock mehr. Mal gucken. Wir können ja mal aufnehmen und muss ja nicht hochgeladen werden. Ja, genau, oder so. Wir nehmen es auf und es wird dann noch nicht hochgeladen, genau. Auf jeden Fall war heute sehr schön. Wir waren vorhin schön auf dem Flohmarkt. Waren lecker beim Chinesen was essen. Und lecker lässt sich überstreiten, genau. Also letztes Jahr war es leckerer beim Chinesen. Dieses Jahr haben sie irgendwie das nicht so gut gewürzt oder sowas. Aber ja, ich glaub, lässt sich mitnehmen. Ich glaube, da war Kinderarbeit am Werk. Kinderarbeit, ja. Wer weiß das schon, ne? War so ein kleiner Junge da. Ich muss ins Wasser, ja. Ja, ich glaube schon, dass so. Ja, da muss ins Wasser. Oh, wir sind schon alle drei Tore oben? Ja. Dann, let's go. Gibt es eine richtig schöne Methode, wie man das machen kann. Mhm. Ach ja. Das Let's Play der etwas anderen Art, einfach mal den Bildschirm abzufilmen. Das Nein. War so klar. Ja, da unten kann er aber nichts. Kann er mehr nichts. Ich hasse diese Viecher immer so, ne? Tja, damit hast du nicht gerechnet, du Mistvieh. Genau. Komm ich da hoch so? Ja. Nur ein bisschen komisch, wenn man so ein Retro kommt, weil das Spieler dann ein Spiel mit dieser Funktion. Das ist einfach so ein Weltunterschied. Ich dachte schon, jetzt bricht sich das Genick. Na, ein bisschen was verkraften tut die gute Lehrer. Ja, ein bisschen. Hi, wie geht's? Und tot. Muss ich wieder an diese eine denken von Dave und Alex. Ja, früher, da habe ich die Ursel immer von der Tanzschule abgeholt. Ja, und jetzt ist sie tot. Hat sich die Kugel gegeben, ist ihr verendetes Miststück. Ja, YouTube-Kacke, müsste ich dir mal zeigen. Obwohl das eines der etwas schlechteren Videos ist, möchte ich meinen, von YouTube-Kacke. Also es gibt bessere, wie, was ich dir schon gezeigt habe, ist Dönert und sowas. Okay, let's go. Ja, Lara, das war der beste Sprung des Lebens. Hat perfekt funktioniert, wie eben beim Bosskampf, immer in die Lava gesprungen. Das war irgendwie ein Spiegelverkehrtfehler, Kamerafahrtfehler, keine Ahnung. Ja. Das ist bestimmt nicht so Spiel. Das macht das Spiel sehr gern, deswegen mag ich Anniversary auch nicht so ganz, weil hier so viel mit Zeit auch ist und hast nicht gesehen und ständig diese Viecher, die aus diesen Pizzablasen da kommen, weil für mich sieht das aus wie der Pizzakäse irgendwie, deswegen nenne ich das Pizzadinger. Pass auf, wenn nach hinten. Lehrer. Wenn es denn klappt. Wenn du nach hinten gehst und schon mal die Zieltaste drückst, dann kannst du springen und dann musst du noch schießen. Und das letzte Tor öffnet sich. So finde ich es ganz easy going hier. Und da müssen noch mal ein paar Gegner kommen, gell? Von daher meine Favo-Waffen in dem Spiel, weil. Ja. Schwer zu sagen, die Uzis oder die hier? Ja, die Uzis würde ich sagen, ne? Ich mag die eigentlich von Pia sehr. Mhm. Naja, so viel dazu. Wir üben jetzt hier noch ein bisschen weiter und werden auf jeden Fall heute noch was aufnehmen. Was genau, wird sich halt zeigen. Ein bisschen Anniversary, früher oder später, entweder heute oder morgen. Morgen muss ich ja schon wieder gehen. Ich bin schon ganz traurig, aber ja. Ich komme ja irgendwann wieder. Dieses Jahr vielleicht nicht mehr, aber spätestens nächstes Jahr. Das muss klappen, dass wir uns wenigstens einmal im Jahr sehen können. Das muss ja drin sein und ja. Jetzt kommt die epische Stelle. Genau, jetzt kommt die epische Stelle mit der ganzen Lava und bläh.
Naja. So viel dazu. Ich wünsche euch was, Leute. Ich werde mich wahrscheinlich dann morgen nochmal ganz kurz melden vor der Abfahrt, bei der Abfahrt, nach der Abfahrt. Und das war ein schöner Sprung in den Tod. Ich wollte was anderes machen. Das kriege ich schon noch hin. Jo. You see, you see. Mit diesem Tod, den ihr gerade nicht gesehen habt, verabschiede ich mich erstmal wieder für heute von euch und sage ciao und wo ist der Knopf hier? Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Das macht das Ding.